Liebe Genossinnen und Genossen, hier ist euer Steinwallen. Während wir zuletzt hier an unserer Flugzeugproduktionsstadt geplant haben, ist eine Sache schon fertig gebaut worden, die wir jetzt auch einrichten können, nämlich der Zuweg zu dieser Dieselstation, die im Übrigen ohne Energieversorgung ist. Ja, das ist natürlich ein Thema, was wir noch gar nicht richtig beachtet haben. Ich würde mal sagen, wir lösen das, indem wir von hier einfach was abzwacken. Ja, stimmt, habe ich natürlich nicht dran gedacht. So, wie machen wir das? Mittelspannungsschalter reicht nicht. Wir brauchen, ja, was brauchen wir eigentlich? Ein Leistungstransformator, ne? Ja, ach Gott, so ein Riesending mal wieder. Könnten wir da ein Mod-Teil nehmen, das ein bisschen simpler funktioniert? Nee, das geht auch nicht. Das würde gehen, ja, genau. Ich denke, das ist mal akzeptabel, wenn wir das einfach hier mal dazwischen setzen. Okay, alles klar. Das reißt. Wir reißen ab. Einmal hier und packen das Ding. Ja, kriegen wir die Straße da noch rum? Ich denke ja. Das muss aber ein Rubelbau sein. Das Ding packen wir so dazwischen. Und dann kommt, sind wir hier eigentlich, sind das ganz große? Bin mir nicht ganz sicher. Nee, oder? Nee, sind es nicht. Damals hatten wir noch mit 15 MW gebaut, ne? So, das müsste aber jetzt passen. Bauen wir das mal schnell. Ja, okay, das passt. Wobei es auch ein bisschen doof aussieht, dass das so voneinander getrennt ist eigentlich. Hm. Naja gut. Wir lassen es. Es ist okay. Das andere sieht ja auch doof aus. Es ist einfach zu riesig. Das machen wir mal als Kiesstraße. Das können wir dann auch noch selber bauen. Naja gut, es wird schon gebaut. Okay. Jetzt gehen wir aber in den Selberbaumodus, weil wir wollten hier einfach nur Strom hinbringen mittels eines Umspannwerkes, das wir, denke ich, auch direkt hier ransetzen können. Wobei, das ist hier so abschüssig. Muss dann auch nicht sein. Kann auch einfach hier gebaut werden. Okay. Und dann entsprechend eine Mittelspannungsleitung. Wobei die wahrscheinlich übertrieben dick ist für diesen einen Zweck. Aber wer weiß, was wir hier noch irgendwann mal weiteres ranbauen. So. Okay, ich wollte das eigentlich schon mit Treibstoff beliefern. Wir könnten das auch, glaube ich, schon in Auftrag geben. Die große Frage ist, wo ist das, was wir hier nutzen können? 2020, VZ-Flüssigkeiten 2. Ich glaube, es gab noch irgendwo, das ist 3. Hier haben wir noch Platz. Sehr schön. 5 Aufgaben nur. Das heißt, du kannst das bitte beliefern. Entladen, 40% ist völlig okay, würde ich sagen. Okay, so. Dann, wo wir hier schon bei dem Stromthema sind, müssen wir uns schon mal langfristig Gedanken machen, wie wir die Flugzeugstadt an Strom anschließen. Denn ich denke, da sollten wir eine eigene große Leitung hinlegen. Das Aluminiumproduktionswerk hier, das benötigt auch, oh, ich hoffe, ich habe das nicht zugebaut, wir gucken kurz nochmal. Das benötigt auch einen direkten Hochspannungsanschluss, wenn ich das richtig gesehen habe. Ne, von hinten. Perfekt. Ja, so, das heißt, eigentlich, um das sauber zu machen, sollten wir mit einer eigenen Leitung hier rausgehen. Es gibt nur ein kleines Problemchen dabei, nämlich, wir haben uns hier ein bisschen zugebaut. Schaut mal. Das ist alles hier ein ziemliches Kuddelmuddel. Deswegen habe ich folgenden Plan. Ich würde gerne eine separate Leitung vom Atomkraftwerk hier ranlegen, einfach hier, dass es hier rangeht, und diesen Abzweig, den nehme ich hier komplett weg. Und dann gehen wir mit der zweiten neuen Leitung hier vorbei, hier über die Berge und kommen dann hier irgendwie runter. Dann ist das einigermaßen auseinandergedröselt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob man das bauen kann, quasi so auf freier Strecke. Das sind ja, ist ja in gewisser Weise jetzt schon ein Neubau. Wir versuchen es mal. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine. Aber ich teste es einfach mal. Also wir gehen mal raus.
Ja, ich würde sagen bis hier. Da hinten wollte ich hin. Gehen wir hier rüber. Ja, ich glaube, hier müssen wir auf nichts groß achten. Da gehen wir einfach quer durch die Landschaft. Und dann will ich ja hier... Ah, okay, ich sehe gerade, das war natürlich jetzt idiotisch geplant, weil wir hier ja eine andere Größe hatten. Da haben wir ja noch mit den 15ern gearbeitet. Ja, okay, alles klar. Das kann ich natürlich nicht verbinden. Wobei, warte mal, wenn... Könnte ich eine 18er daran binden? Aber es ist auch Quatsch. Also, nee. Dann machen wir das anders. Dann wird das kurz nochmal wieder zurückgeplant. Ich glaube, ich könnte das quasi miteinander verknüpfen, aber es ist Unsinn, weil wenn es eh so weitergeht... Wobei, es geht in zwei Richtungen weiter. Das ist vielleicht doch kein Unsinn. Ja, ich denke, hier kann ich mit einer 18er rangehen und damit zwei 15er weggehen. Das ist doch kein Quatsch. Okay, dann machen wir es doch. Im Gegenteil, das ist sogar eine gute Sache. So. Dann würde ich sagen, bau mal bis hier und von da gehen wir dann da ran. So, das heißt, was ich abgerissen habe, muss ich nochmal planen. Genau so. Und jetzt ist das Problem, dass ich mir nicht sicher bin, ob hier überhaupt gebaut werden kann, wenn hier kein Endpunkt erreicht wird. Ich kann aber den Endpunkt nicht erreichen, weil ich das dann abreißen müsste und dann alles im Sofortbau bauen müsste. Das will ich jetzt eigentlich nicht. Wir geben es mal einen Auftrag. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht fahren die ja hier ran und bauen von hier aus. Könnte auch sein. Ich weiß nicht, wie es funktioniert. Wir beobachten es mal ein bisschen, wenn hier nichts passiert. Wir müssten das ja eigentlich sehen, ob hier... Doch, es gibt eine Zuordnung. Okay, die erreichen das. Also kann das gebaut werden. Ja, ist doch perfekt. Sehr schön. So, und dann planen wir das andere gleich. Und da können wir jetzt aber auch mit den... Ja, da werden wir auch mit den dicken Dingern rausgehen. Und da... Ja, wo gehen wir da vorbei? Gehen wir bis dort. Und da will ich da lang, ne? Ja, legt man das jetzt parallel? Ich meine, das sieht auch nicht so doll aus. Oder sagt man, man schließt die hier an eine Leitung an und geht einfach von hier mit ab? Oder von hier hinten mit ab? Aber ich glaube, ach, ich habe keinen Bock auf Überlastung. Wir hatten ja schon gesehen, dass es in Leipzig bis nachts Probleme gibt. Dann orientieren wir uns einfach hier ran. Ja. Und ziehen das hier so rüber. Schön übers Gebirge. Wobei, wenn das über den Gipfel geht, ist es auch ein bisschen unrealistisch. Machen wir es mal hier. Okay, und später gehen wir dann da vorbei, wo ich bei... Ich sehe gerade, wir könnten sogar über die rüber jetzt schon planen. Ja, ist ja gut. Dann machen wir das direkt. Wobei, das war jetzt nicht so gut. Den letzten nehmen wir nochmal weg. Und das Ganze soll dann hier durchs Gebirge durch. Irgendwo da an die Stadt rankommen. Ich denke, bis hier... Oder vielleicht... Auf der anderen Seite hinter dem Tunnel entlang können wir das schon mal planen. Alles andere wird sich ergeben. Oh, das ist ein ziemlich massiver Eingriff in die Landschaft. Aber klar, so ist das dann auch. So, was ist hier nochmal passiert? Stau, das ist nichts Relevantes. Dann machen wir hier weiter. Und ich hatte schon angekündigt, das nächste Thema ist jetzt eigentlich die ganze Wohnraumplanung. Wir brauchen hier etwa nach meinen Berechnungen 4.600 bis 5.000 Einwohner, etwas mehr als in Wartenburg. Wie erwähnt, würde ich gerne jede Stadt ein bisschen anders anlegen. Und aus diesem Grund habe ich mich jetzt hier für ein Layout entschieden, was wir wirklich so noch nie durchgezogen haben, nämlich eins, was absolut nicht nach Raster funktioniert. Die letzten Städte waren ja sehr stark nach Raster. Sondern etwas schwunghaft organisiert ist. Und
Um das zu planen, will ich etwas machen, was ich bisher auch so noch nicht gemacht habe. Ich will tatsächlich erstmal ja, die Umrisse bzw. so die zentralen Straßen planen. Das ist eigentlich ein bisschen schwierig konzeptionell, weil die Straßen nehmen einem ein bisschen Bauplatz weg. Aber ich habe das Gefühl, wir haben hier ganz guten Spielraum. Deswegen versuche ich das einfach mal auf diesem Wege zu organisieren. So, ich werde hier eine Straße durchplanen. So. Und dann machen wir hier einen schönen geschwungenen Bogen. Und dann seht ihr schon, auf was das hier hinauslaufen soll. Ja. Na, ich würde sagen, wir gehen so. Dann machen wir hier den Schwung. Und orientieren uns in etwa erstmal an der Bahnlinie. Ja, das ist ganz schön viel Platz da zum Mittelbereich. Aber es ist okay, wir müssen ja noch die ganze öffentliche Infrastruktur und so weiter unterbringen. Das ist schon völlig in Ordnung. So. Dann, ja, dann kann man jetzt hier schon ein bisschen gerade werden. Das ist völlig in Ordnung. So. Dann gehen wir hier noch lang und werden das dann hier einmünden lassen. So, das ist der eine Schwung. Die Straße, die mündet dann hier hinein. Okay. So, das Ganze wird noch ein bisschen strukturiert durch diese Straßen. Und ich denke mal, wenn diese S-Bahnhöfe schon so ein Zweier-Layout haben, dann werden wir das einfach hier mit nutzen, wobei das natürlich jetzt gerade ein bisschen schade ist, dass wir das nicht wirklich parallel machen können. Vielleicht geht das, wenn ich das erstmal durchplane und dann die Straßen verbinde. Das wäre schon schön, wenn wir das so machen können. Dann kann man hier irgendwie das gestalterisch noch nutzen. Naja, hier passt es natürlich jetzt nicht exakt rein. Echt? Schon verrückt, ne? Warte mal. Ich weiß, ihr hattet mir schon mal irgendwelche Tricks genannt. Aber die habe ich alle vergessen. Ich mache das einfach ein bisschen großzügiger von hinten raus. Und dann, schaut mal, dann geht das irgendwie. Okay, wir haben hier so ein neues Ding. Mal gucken, ob das besser ist. Ja, das kommt ungefähr hin, ja. Okay, alles klar. Damit kann ich leben. So, und dann müssen wir aber das wieder zurückbauen. Und das geht dann so. Und auf der anderen Seite haben wir hier einen Hügel, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Wir kommen aber hier mit der Straße runter und das ist auch völlig in Ordnung. Die werde ich so im Bogen hier runterführen. Mal gucken, was das Terraforming dazu sagt. Okay, da wird so ein kleines Tal gebildet. Ja, damit kann ich aber leben. So, das ist gut. Ihr wisst vielleicht noch nicht so ganz genau, worauf das jetzt hinauslaufen soll, wo jetzt eigentlich die Wohnhäuser hinkommen sollen, aber es wird sich gleich ergeben. Und wo ich das hier plane, habe ich das Gefühl, wir haben doch relativ viel Platz hier in dieser Stadt. Ich hatte irgendwie Angst, dass das ein bisschen schwieriger wird. So, das ziehen wir auch jetzt hier gerade runter. Das scheint gut zu gehen. Hier so, damit kann ich sehr gut leben. Und hier das Gleiche nochmal. Das geht auch. Das auch. Und das machen wir auch hier. So, okay. Ob ich das in beide Richtungen anbinde, weiß ich noch nicht. Aber das ist jetzt erstmal eine relevante Struktur, die wir haben, an der wir uns jetzt orientieren können. So, und die Idee ist, dass ich jetzt hier draußen große Hochhäuser baue und auf der Seite kleinere vom gleichen Typ und den Rest der Fläche nutze ich dann für die öffentliche Infrastruktur.
die erreichbar sein muss. Okay. Gut, welche Häuser habe ich mir ausgesucht? Die hatten wir, glaube ich, bisher noch gar nicht oder so gut wie gar nicht. Und zwar diese hier. Das sind so eine braunen, ziemlich hässlichen Hochhäuser. Aber ich finde ganz passend. Warte mal, kriegen wir die auch hier? Ich glaube, ja. Hier müssten die modtechnisch eigentlich auch da sein. Werden sie mir angezeigt? Bin mir nicht ganz sicher. Eigentlich sind sie ja favorisiert. Genau, dieses Ding ist es. Okay, pass auf. So. Wie gesagt, ich baue ohne Raster. Fußweg soll aber schon in die Richtung der Straße zeigen. Es wird also jetzt relativ frei Hand geplant. So, und wir brauchen davon insgesamt 20. Wir können, glaube ich, ein bisschen großzügig die platzieren. Das ist die Frage, ob ich mir zumindest das Raster anzeigen lasse. Es hilft das irgendwie? So, ich denke, der Wohnabstand, also der Abstand zwischen den Häusern ist wirklich auch für die Bewohner angenehm. Für euch zur Info, da wohnen, okay, hier passt das nicht. Vielleicht mache ich mal nicht diese Fußwege jetzt schon. Wobei, die brauche ich, um das, damit das gebaut wird, ne? Ich bin da auch ein bisschen weit ab von der Straße gekommen, fällt mir gerade mal auf. Ah, wir gehen jetzt einfach ein bisschen näher wieder ran. Wir machen das mit den Fußwegen vielleicht auch noch ein bisschen anders. Ich plane die jetzt mal nicht. Möglicherweise reiße ich sie hier noch ab. So, und das ziehen wir jetzt durch. Bis zum Ende hier. Wobei wir da rein zahlenmäßig schon ziemlich viel erreicht haben, würde ich sagen. Und das wäre hier das Letzte. Ja. Okay, lass mal durchzählen. Was haben wir denn jetzt hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ja, das ist ja schon mal super. Das Problem ist, ich habe fast ein bisschen Angst, dass die zu weit entfernt sind von der S-Bahn-Station, dass sie das nicht erreichen. Das wäre natürlich dann ziemlich dämlich geplant, wenn dem so wäre. Kann ich das jetzt schon nachvollziehen, wie weit die gehen können? Nee, kann ich nicht. Wie lange ist das immer? Wie weit können die gehen? Wir gucken mal ganz kurz. Also die können, glaube ich, 400 Meter gehen. Ja, dann mache ich jetzt mal... Warte mal, vielleicht überlege ich mir das gerade nochmal anders. Also ich wollte dasselbe eigentlich auf der anderen Seite machen, aber es ist vielleicht sogar denkbar, dass wir vielleicht das erstmal bauen, gucken, wie viele Häuser wir dahin bekommen und hier das gar nicht so krass ausnutzen, sondern vielleicht nur in dem Bereich was bauen. Ja... Okay, 400 Meter. Ich bleibe jetzt erstmal bei dem einen Thema. Wir können das ja mal messen. Also das hier. Das ist die Höhe. Warte mal, wo messe ich jetzt die Länge? Ich will nicht die Höhe messen. Punkt löschen. Alle Punkte löschen. Höhe will ich nicht messen. Okay, die Länge zeigt er mir auch an, sehe ich gerade. Okay, das sind 200 Meter. Ja, das heißt von dort aus gemessen... Ich lösche mal alle Punkte.
sind 200, ja, das müsste auf jeden Fall reichen. Also wenn wir hier noch vernünftige Fußwege durchlegen, dann reicht das. Alles klar. Ja, gut. Pass mal auf, das lasse ich so. Wobei, wir sind im hinteren Bereich natürlich auch relativ nah dran an dem Kohlekraftwerk, ne? Da könnte man natürlich sagen, dass man hier andere Gebäude macht und zum Beispiel diese in dem schwierigen Bereich vielleicht doch wegnimmt. Ja, ich glaube, das mache ich. Wir haben ja gesehen, dass wir da hinten sowieso auch noch genug Platz haben. Ich baue das mal weg hier. Kann das, glaube ich, auch hier mit zerstören, ne? Jawohl. Und dann nehme ich noch die Fußwege weg. Die wollte ich eh nochmal neu planen. Dann machen wir noch was anderes. Okay, alles klar. Dann haben wir hier, ich zähle jetzt nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13. Gut, prima. Dann, das nehmen wir nochmal wieder weg. Dann geht's weiter auf der anderen Seite. So. Wo starten wir? Ich würde sagen, hier. Ja, 4. Sechs, sieben, acht, neun. So, wir gucken mal, wir sind bis dort gegangen. Meine Güte, wenn man das so, es ist ein bisschen skurril, ne? Aber warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht? Wir ziehen das mal durch. Es ist halt eine absolute Planstadt. So, bis da. Und jetzt gibt es von dem Modell gibt's noch eine kleinere Version. Ich weiß gar nicht, ist das die? Nee, die habe ich hier merkwürdigerweise nicht drin, aber hier müsste sie sein. Da passen nur 100 Leute rein. Genau, das ist diese. Und jetzt ist die Frage, es ist vielleicht nicht schlecht, das noch so ein bisschen als Gegengewicht dazu zu platzieren. Vielleicht. Ah, warte mal. Vielleicht könnten wir das optisch abschließen, indem wir die hier so platzieren und vielleicht die hinteren auch noch wegnehmen. Und dies hier so machen. Ja, das ist, glaube ich, ganz gut. Dann hat das so einen kleinen Abschluss. Gucken wir mal. Also. Hier kommen zwei hin. So, dann pass auf, dann revidiere ich hier nochmal und sage, diese hinteren, die kommen auch nochmal weg. Wir brauchen noch genug Platz für alles mögliche andere, also ist völlig in Ordnung. So, ich muss mal gucken. Also wir haben jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Perfekt. Und auf der anderen Seite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfekt. Das ist ungefähr genau so viel, wie ich haben wollte. Und das sind jetzt 7. Auch gut. Sehr schön. Und jetzt könnte man überlegen, wo man jetzt hier startet. Pass mal auf, ich glaube, ich mache hier auf den beiden Straßenseiten noch die anderen Wohnhäuser und der Rest ist dann für die Infrastruktur. Dann haben wir da irgendwie eine Form gefunden, die passend wirkt. Für mich zumindest. Ja, das ist hier sehr knapp. Das ist mir zu knapp. Das
muss ich nochmal neu verteilen. Ich platziere da nur zwei hin. Reicht völlig. Bisschen großzügiger auseinandergestellt. Und hier machen wir drei. Und genau dasselbe quasi hier nochmal gegenüber. Okay, gut. Ja, dann steht das hier genau im Zentrum, das irgendwo auch. Das sollte gut erreichbar sein. Und dann kann man jetzt für die öffentliche Infrastruktur hier die Fläche nutzen, die Fläche und vor allem dann dieser zentrale Bereich. Und von der Anzahl der Bewohner sollte das auch genau hinkommen. Genau die Zahl 5000 in etwa erreichen. Ich denke, das kann man... Das kann man so machen und so planen. Okay, ich würde sagen, wir geben jetzt erstmal die Straßeninfrastruktur in Auftrag. Und dann, ja, ich hatte ja überlegt, wisst ihr was, was auch ziemlich dämlich ist, eigentlich wollen wir ja sowieso diese Straßen haben und die könnte ich ja eigentlich auch innerstädtisch direkt schon mal planen. Ja, das mache ich auch. So. Und ich denke, das planen wir auch direkt hier komplett. Warum eigentlich nicht? So, die Laternen auf der linken Seite, das passt alles sehr gut. Bis da. Ja, komm, das ziehen wir noch hier raus. Auch in Ordnung. Das ist auch okay. So, und dann in dem mittleren Bereich, da könnte man sich überlegen, ob man die zu Einbahnstraßen macht. Dann machen wir die hier hin und auf der anderen Seite so. Und das gleiche dort. Gut, das sind die Straßen hier. So, und jetzt nochmal zu dem Thema Fußwege. Jetzt könnte man natürlich einfach von jedem Haus irgendwie herangehen. Klar, das geht. Man könnte aber auch quasi so einen eigenen Fußweg da hinten nochmal machen. Ja, ich weiß, das ist ein bisschen doppelt gemoppelt, weil ja eine Straße ein Fußweg ist. Aber ich glaube, es ist gestalterisch irgendwie... ganz nett, wenn man das so macht und ab und an zur Straße geht. Das fände ich eigentlich gar nicht schlecht. Ja, die Frage ist, kriegt man das anständig hin, dass es auch dieser Kurve so in etwa entspricht. Das müsste aber eigentlich gehen. Aber ihr seht, er macht hier nicht ganz so mit, was die Kurve betrifft, wie ich mir das vorstelle. Müssen wir in kleineren Abschnitten das planen. Komisch. Kurven sind nicht ganz so schön. Ist das eine gute Idee? Nee, wisst ihr was? Ich finde, das ist keine gute Idee. Ich revidiere das nochmal. Ich werde doch einfach einzelne Fußwege runter zur Straße machen. Ich glaube, das ist doch die sauberste Lösung. Ja, das ist die beste Lösung. Wobei, das war jetzt nicht so gut. Jetzt habe ich es mir selber versaut. Dann lassen wir es. So, ja, ich weiß, ich hätte es auch einfach haben können. Aber so ist es nun mal. Jetzt ist die Frage,
Wollen wir das gleich planen? Ja, wir planen das mal gleich weiter, weil wir werden hier so reinkommen. Du gehst dahin und du gehst damit rein. Das ist doch in Ordnung. Dann machen wir exakt das auch. Auf der anderen Seite, aber warum erlaubt er mir das hier nicht? Ach so, na, wartet mal. Das ist ja so gar nicht erreichbar, ne? Da müsste man irgendwie eine Fußgängerbrücke machen. Das ist Quatsch, die brauchen wir da nicht. So, und du gehst damit dran, das funktioniert. So, ja. Ne, wir gehen da doch mittig rein. Sieht irgendwie besser aus. Vielleicht macht man auch einen direkten Fußweg durch die Mitte. Wäre auch ganz cool eigentlich. Im Moment, solange ich jetzt noch nichts anderes damit vorhabe, ist das, glaube ich, eine nette Idee. Außer, dass es da nicht geht. Können wir da wieder rumtricksen? Wir gucken mal, indem ich zuerst das nach da bringe und dann das da reinbringe und das wieder wegnehme. Jawohl, das funktioniert. So. Auch du gehst hier mittig, soweit es irgendwie geht. Und hier haben wir das gleiche Thema. So. Dann, ja, hier ist es doch ein bisschen anders gelagert. Machen wir erstmal die. So, die Idee eines mittigen Weges finde ich nach wie vor gut, auch wenn es nicht hundertprozentig mittig ist. Hier können wir dann sogar das so miteinander verbinden. Hier kommst du unten raus, ne? Das geht. Das geht auch. Sehr gut. Hier haben wir noch zwei Häuser. Und das gleiche noch auf der anderen Seite. Auch da haben wir das Mittelthema. Ja. Ja, da könnte man das auch so machen, würde auch okay sein. So. Gut. So, wie wir den Bahnhof nachher anbinden, das hängt noch ein bisschen damit zusammen, was da noch für Infrastruktur hinkommt. Und damit würde ich sagen, geben wir schon mal das in Auftrag. Ja, ungewöhnliches Stadtlayout. Mal sehen, wie es dann am Ende aussehen wird. Aber ich glaube, wenn hier das in der Mitte vernünftig bebaut wird, dann, ja, dann glaube ich, kann das funktionieren und auch anständig aussehen, denke ich. Und von der Anzahl der Bewohner der Wohnungen müsste es ausreichen. Gut, ich habe nebenbei gesehen, dass an anderen Baustellen einiges beendet wurde. Ich denke, um die Dinge kümmern wir uns dann beim nächsten Mal als erstes. Bis dahin macht's gut, euer Steinwallen.